Hallo, meine Lieben. Wir überall da? Sehe ich schon jemand? Ich glaube ja. Hallo, meine Lieben. Donnerstagabend. Wir pinseln uns die Welt, so wie sie uns gefällt. Herzlich willkommen. Am Donnerstag, 20 Uhr, sind wir auf Deutsch unterwegs. Und hallo, liebe Becky. Hallo, liebe Ute. Schön, dass ihr da seid. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Angela von Elfen und Helden, eine Vorzugshändlerin für Dixibel hier in Frankfurt in Deutschland. Und wenn ihr dazuschaltet, ja, sagt Hallo und von wo ihr zuschaut und wenn ihr Replay schauen solltet, dann Neugier. Wenn ihr Replay schauen solltet, bitte einmal Hashtag Replay in die Kommentare, dass ich weiß, dass ihr da gewesen seid. Hallo, liebe Vera. Und wer es noch nicht getan hat, freue ich mich, wenn ihr zu meiner Seite geht und mir ein Like da lasst und mir weiter folgt. Hi, mein Schatz. Dann kriegt ihr halt auch immer die Infos, wenn ich live gehe. Ich mache einige Lives auf Englisch und einmal die Woche halt auch auf Deutsch. Es wird vielleicht mehr, schauen wir mal, wie sich das alles so entwickelt. Aber auch für mich hat der Tag nur 24 Stunden. Und ja, wir schauen einfach mal. Wenn ihr mal was Bestimmtes sehen wollt oder so, bin ich auch gerne empfänglich für, ja, was ihr gerne mal sehen möchtet. Einfach mal Bescheid sagen. Ansonsten sind wir hier an diesem Schränkchen zugange. Ich zeige es euch gleich von vorne. Jetzt gerade auf der Seite hier haben wir beim letzten Mal so ein 3D-Stenciling gemacht. Mit Dixie Matt und der Waterlily-Schablone von Posh Chalk. Und heute gehen wir. Hallo Vera! Vera und Vera sind schon da. Eine Vera fehlt noch, unsere kreativen Namen. Und wie gesagt, heute möchte ich den ganz gerne fertig machen. Wir werden jetzt heute im deutschen Live jetzt ein bisschen was dran machen und um 21 Uhr im englischen Live geht es weiter. Da werde ich jetzt also nichts Neues auf Englisch anfangen, sondern ich möchte den mal hier rausbekommen und wieder mal die Schuhe aus der Kiste da rein, dass ihr wieder ein bisschen Platz für neue Projekte gibt. So, also, genug gequasselt. Cheers, Coffee. Ihr dürft natürlich auch gerne das Video weiterverteilen, wie auch immer. Ob es auf eurer eigenen Seite ist oder in irgendeiner Gruppe, freue ich mich auch. Immer auch so ein bisschen wichtig für mich, dass da so viel wie möglich Leute darüber Bescheid wissen. Ich ziehe jetzt mal hier meine Arbeitshandschuhe an und zwar werde ich jetzt erstmal das so ein bisschen glatt machen. Ich weiß nicht, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, vielleicht sieht man das da ein bisschen besser. Das ist halt vom Schablonieren so ein bisschen oder nicht eben, wollen wir es mal so sagen. Jetzt hier drüber gehe, dann bröckelt es auch so ein bisschen runter, so diese, was so arg hoch ist. Und hier unten an der Stelle, gucken, ob man sieht. Ach, ich habe extra Papier untergelegt, weil es ist so ein bisschen Sauerei. Können wir das jetzt abschleifen? Ich muss selber schauen, die schon bis dahin. Genau, bis dahin. Man muss genau hingucken. Müssen wir ein bisschen weiter runter. Man sieht es eigentlich gar nicht. Die Schablone selber, die ging ja nur, jetzt muss ich wieder gucken. Genau, bis hierhin, bis dahin, bis an diese Stelle ging die nur und da habe ich dann die zweite Lage praktisch dran gelegt und nach unten weiter schabloniert. Also auch das ist eine fortlaufende Schablone. Man sieht es im Prinzip fast kaum, aber trotz allem möchte ich es eben haben. So. Wenn ihr schleifen solltet, ich habe jetzt hierfür so einen Schleifblock und habe hier ein 150er Schleifpapier drauf. Hi Dana. no Dana, those are the water lilies by Posh Chalk. Well, it is from Posh, that's correct. Posh Chalk and it is the water lily stencil I've used on here. I'm glad to see you again, girl. I hope you're all right. Didn't see you a long time. Hello, Jill. Thank you for joining. So, guys. Well, this is the ray stenciling with the Dixie Mud, and as I had to align those and stuff like that, and there's like a little bit
like high peaks and stuff, and I want to have it pretty smooth. I'm going to sand it down a little bit, so it's got like a smooth surface. So, wenn ihr schleift, empfehle ich immer, einen Mundschutz zu tragen oder so, weil es ist ziemlich staubig, das seht ihr auch gleich. Da ich halt immer am Quasseln bin und der fast den ganzen Tag so einen Kaffeefilter auf der Schnute habe, bin ich immer froh, wenn ich mal keine Maske aufziehen muss. Aber wie gesagt, für Schleifstoff und so weiter ist auf jeden Fall immer besser. So, und das Gypsy Matt ist sehr weich, also ihr braucht gar nicht den Druck ausüben. Und ich mache das in alle Richtungen. Lass ich das so ein bisschen einebnen. So, das ist hoch genug vom Schablonieren her. Staubsauger habe ich auch schon daneben stehen. Ich muss ja gleich mal Lärm machen, sonst habe ich diesen kleinen Staub gleich komplett in der Bude. Und wie gesagt, das Dixie Matt ist sehr, sehr weich. Das kann man halt auch für kleinere Holzreparaturen verwenden oder wenn ihr Löcher füllt von euren Beschlägen oder so. Kann man das wunderbar verwenden. Und es eignet sich halt auch hervorragend zum 3D-Schablonieren. So, und dann merkt ihr schon, wenn er dann drüber geht, ob das smooth ist, also ob da noch immer irgendwelche Erhebungen sind. Das ist jetzt gut, würde ich sagen. So, ist ziemliche Sauerei. Ich zeige euch das gerade mal. Noch ein bisschen auf dem Boden. So, bitte nicht niesen. Achtung. So, da, das habe ich jetzt alles runtergeholt. Das ist immer noch genug da drauf. Das tue ich jetzt gerade mal weg. Entschuldigung, ich muss einmal ganz kurz den Staubsauger, sonst jetzt auch noch gleich die Katzen da durchfetzen. Dann haben wir hier gleich la 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 la. Sorry. Da bin ich wieder. Hallo Karina. Thank you, Jill. That's sweet. Hallo Miri, schön, dass du da bist. So, nichtsdestotrotz, einen Step habe ich jetzt vergessen. Kann ich gleich nochmal. Aber das müsste jetzt zurückgehen, dann brauche ich keinen Staubsauger mehr, weil ihr seht, hier ist jetzt ziemlich viel auch Staub dazwischen. Ich habe jetzt hier einfach so eine Staubbürste und hole da den Rest raus. Bevor wir jetzt anfangen zu pinseln, sollte das natürlich schön sauber und staubfrei sein. Wobei das Dixie Matt jetzt nicht so schlimm ist, weil sich das im Prinzip dann auch wieder mit den Farben verbinden würde. So. Ich das jetzt zeige, was ich da jetzt noch aus den Ritzen rausgeholt habe. Also unterschätzt niemals, wenn ihr was geschliffen habt, was da gegebenenfalls noch auf dem Projekt draufhängt. Also das war jetzt noch mal ein ganzer Haufen. So. Mit einem feuchten Tuch einmal drüber. Und dann sind wir praktisch so weit, dass wir anfangen können zu pinseln.
So. Okay. So, an der Front, wir haben, wie gesagt, ach, ich zeige euch gerade mal das Papier, weil wenn ich das Ding jetzt hier rumdrehe, das ist, auf jeden Fall tue ich euch wieder ein bisschen zurück. Dass wir gleich so ein bisschen besser sehen, was wir hier machen. Ist auch nicht schlimmer als der Föhn. Na dann. Ist eine gute Frage, Karina. Ich würde jetzt mal sagen, ich würde jetzt mal fast sagen, ja. Müssen wir wirklich mal ausprobieren. Blöd, jetzt habe ich das gerade in den Müll geschmissen. Ja, wobei natürlich das Matt selber schon auch Verbindungsstoffe drin hat. Ich weiß nicht, ob man die so reaktivieren kann, aber das könnte durchaus funktionieren. Wäre mir wahrscheinlich zu umständlich. Das wird jetzt auch nicht so mega viel werden. Aber gute Idee. Werde ich mal ausprobieren. Gute Frage. Gute Frage. Genau, ich wollte euch gerade zeigen, bevor ich das Ding jetzt hier hin und her drehe. Das Motiv, was wir auf der Vorderseite haben, das ist ja dieses Decoupage-Papier von Grace on Design. Und das kommt ja mit einem Hauptmotiv. Und dieses Hauptmotiv kommt in zwei Größen. Das ist dieses Motiv, was wir haben, das Serendipity von Grace on Design. Und dieses Hauptmotiv habe ich in groß vorne auf dem Teil drauf. Und das sind also die Farben, die da drin sind. Und das ist dieses Muster, was von den Farben her dazu passt, was auch noch mit dabei ist. Also die Grace on Design Decoupage-Papiere, die bestehen im Prinzip aus drei Teilen. Also das Hauptmotiv einmal in groß, größer als DIN A1, in etwa DIN A3 Format, ist auch ein bisschen größer als DIN A3, kommt es auch noch mal. Und dann halt, wie gesagt, dieses farblich passende Muster. Und das Rosenmuster, das werden wir dann noch oben drauf auf die Oberfläche machen. Das ist wie gesagt so eine Zwischenfläche oben. Sind dann noch so Abstandshalter. Da kommt noch eine Glasplatte drauf. Da ist also ungefähr so, naja, ich würde mal sagen, so 10 cm Lücke danach war dazwischen. Und da würde ich ganz gern dieses Rosenpapier. Nicht komplett, aber mal gucken. So. Also, deswegen, die Farben, die ich jetzt hier dabei habe, sind Bunker Hill Blue, was auch in dem Papier drin ist, Mermaid Tail. Es wird also wieder sehr bunt. Ich habe Florida Orange und Peony. Die habe ich mir schon so ein bisschen hier rausgeholt, damit ich nicht immer aus dem Topf arbeite. So, Kleine, was machst du jetzt hier was hast denn du da gefunden? Nicht fressen. Ja, muss ich immer aufpassen. Die ist wie ein Rottweiler. Die frisst alles, was sie findet. Das hätte eigentlich mal ein Hund werden sollen, glaube ich. Dann haben wir Midnight Sky und Fluff habe ich mit dabei. Und jede Menge Pinsel. Heute kommt auch wieder, ich habe jetzt Geschmack gefunden. Ich habe sie jetzt die Woche überhaupt das erste Mal probiert. Die Best Dang Brush von Dixie Belle. Das ist ein neuer Pinsel, der ursprünglich eigentlich gedacht war als Wachspinsel, aber man festgestellt hat, dass der wunderbar zum, ja, zum für Farbübergänge zu gebrauchen ist. Der bringt einen etwas anderen Effekt, ist ein Riesending und ich finde ihn total genial. Also ich habe den am Dienstag das erste Mal benutzt und bin hellauf begeistert. Also es wird einer meiner Lieblingspinsel werden unter Garantie. Und dann habe ich halt für die Farben, weil die in dieses Ray Stenciling werde ich mit kreisenden Bewegungen die Farben einarbeiten und habe deswegen diverse Oval Mediums, Oval Smalls und Round Brushes von den synthetischen Pinseln mitgebracht. Ich habe meine Mister Bottle, die hat ich gerade, genau, meine Mister Bottle habe ich hier. Jetzt müsste ich ja ziemlich alles verraten. Habe ich irgendwas vergessen? Ne, ich habe mir meinen Wassereimer, den habe ich auch schon in Sicherheit gebracht, weil die Kleine nicht nur alles frisst, was im Weg ist, sondern auch gleich alles säuft, was im Weg ist. Und die habe ich schon vom Farbe rühren. Die Utensilien drin und das soll sie dann nicht unbedingt saufen.
So, ihr Lieben, welche Projekte habt ihr am Start? Erzählt es mir, ich bin neugierig. Ich mag nicht immer nur über meine Projekte sprechen, ich mag auch gerne mal was von euch hören. Fünf Hexen, Ute, fünf Hexen. Jetzt muss ich gerade wieder den Zusammenhang kriegen. Fünf Hexen. Hexen in welchem Zusammenhang? Hilf mir auf die Sprünge. Kaffee, Kaffee. Okay. Wollen wir mal loslegen. Und, Katzen, fünf Stück. Ah, oh, das ist ja toll. Das ist ja toll. Oh, wie schön. Ja, Katzen sind was Tolles. Ja, es gab Zeiten, da ist bei mir auch immer alles abgeliefert worden. Aber da, wo ich jetzt bin, ist schwierig mit dem Rausgehen. Und die Chiara habe ich von einer Katzenhilfe. Hallo Ulrike. Ah, ein Camper-Dinner. Das ist ja cool. Dann guten Appetit und schön, dass du hier reinschaust. Freue ich mich. Ja, zu meinen besten Zeiten ist dann auch so alles bei mir abgeliefert worden, was katzenmäßig nicht untergekommen ist. Und ja, nur wie gesagt, hier ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn wir rausgehen. Und wie Chiara, da war ich gerade am Erzählen, die ist von der Katzenhilfe. Und da war sowieso zur Bedingung gewesen, dass die nicht rausgehen soll. Die kommt aus Malaga, ein spanisches Kätzchen. Und von daher gesehen, die hat auch überhaupt keine Ambition. Also die kann nicht auf den Balkon gehen und mehr interessiert sie auch nicht. Aber die ist jetzt auch schon alt. Die wird jetzt 15 im Juni, Leute. 15 wird die Maus. So, Oval Medium, auch von den synthetischen Pinseln. Und ein Esel auf zwei Beinen. Ich gehe mal davon aus, dass der Esel gerade nicht zuguckt. Okay. Oh, herrlich. Aus den 60ern. Im Kinderzimmer. Oh je. Yeah. Oh ja. 22 Jahre. Ah, oh, das ist ja wirklich biblisch für Katzen. Also sie können alt werden, aber das ist wirklich biblisch. Ja, Miri, das dauert halt einfach immer. Ich meine, das siehst du bei mir. Aber ich versuche das halt immer mit euch zusammen zu machen. Und jetzt muss ich aber heute das mal fertig bekommen. Und deswegen. Okay. Oval Medium. Tu sie ein bisschen anfeuchten. Und das Projekt selber mache ich jetzt nicht so feucht, weil wie gesagt, mit Wasser könnt ihr den. Hallo Anja. Katzenhilfe Samtpfötchen war das gewesen, Anja. Katzenhilfe Samtpfötchen, ja. Ja. Als meine Bagheera damals gestorben ist, da wollte ich erst gar keine Katzen mehr haben. Die habe ich 18 Jahre gehabt und die ist mit mir durch dick und dünn gegangen und hat meine Ehe überstanden und alles. Und das war so schrecklich für mich, deswegen wollte ich danach keine Katzen mehr haben. Das hat genau 6 Wochen gedauert. So. Und so, ich fange jetzt hier unten an mit Midnight Sky. Auch hier wieder, das wird so ein Cloudy-Look werden. Gehe hier in Swirly Motions, weil ich in diese in das erhöhte Schablonieren, ihr seht, das ist, da schauen dann immer ruckzuck immer noch das Weiß durch. Deswegen Swirly Motion, deswegen ist halt auch meine Wahl diesmal ein runder Pinsel. Damit geht es einfach ein bisschen. So. Nein, Bagheera, die Mutter von ihr, die war mir damals, ach Gott, da war ich noch jung gewesen. Hey, ja, die Zeit vergeht. War die mir zugelaufen und hat die Kleinen geworfen und Bagheera ist davon praktisch übrig geblieben. Und es war immer so eine ganz soziale Katze gewesen. Die hat selber nie Babys gehabt, aber hat eigentlich immer so alles angeschleppt, was Hilfe gebraucht hat. Ah, Esszimmerstühle. Oh, Vera, ja, Stühle ist, wenn da viel Spindel dran sind, kann das schon mal ein bisschen länger dauern. Na, nein, Mäuschen.
Kleinen Hunden. Ja, das ist schon echt tragisch da. Ihr seid ja selber aktiv, Anja. Das ist ja gut. Aus Ägypten. Ein Klavier. Wow, das ist auch toll. So, das war jetzt erstmal Midnight Sky. Und ich komme jetzt, nehme die nächste Oval Medium. Und tue auch mir die ein bisschen anfeuchten. Und ja, geh in eine Kiste. Und jetzt Banker hier. Das ist mein, ja, eins meiner, also ich bin ja blau, dunkelblau nicht so unbedingt, aber das Banker Hill Blue, das ist so ein leuchtendes Blau. Das finde ich schon super. Das ist nicht grell wie das Kobaltblue. Setz die erste Schicht. Ne? Erste Schicht ist dann immer, wo ich entscheide, mag man so haben, wie ich sie da jetzt auftrage. Oder mag ich sie nicht? Das ist das, was ich jetzt hier im Prinzip mache. Wer gestern zugeschaut hat, selbst prächtige Glas können auch wieder ausgebessert werden. Also insofern, wenn es euch nicht gefällt, dann wird halt einfach wieder drüber gepinselt. Das ist kein Thema. Deswegen. Und ja, wie gesagt, ich habe dann immer so, also was solche Sachen betrifft, ich habe sowas im Hinterkopf und schaue dann halt einfach, wie das ausschaut, wenn es aufs Projekt gebracht wird. Im Idealfall kann man das vorher an einem Board oder so mal antesten. Ansonsten, wie gesagt, mir fehlt da manchmal auch die Zeit zu. Deswegen sehe ich das ganz unspektakulär und mache das am Projekt. Und das kann man auch wunderbar, weil das ist, die Farben sind sehr dicht beieinander. Gehe jetzt mal hier wieder in das Midnight Sky unten rein. Einfach nur, um die schon so ein bisschen, wie gesagt, bei der ersten Schicht muss das nicht unbedingt so sein. Müssen wir aufpassen, dass man die Farbe nicht wieder mit runterholt. Aber das sind jetzt so zwei Farbtöne, die man auch schön miteinander. Alle da? Ja, alle da. Das war die Kleine aus Malaga. Ja, ist ja alles gut. Alles gut. Keiner ist weggegangen. Ah, Yorkshire Hilfe. Ach, wie süß. Oh, die kleinen Kerlchens. Okay, und das ist ein Problem da unten? Also ich weiß, dass also Hunde ja generell, dass das immer ein bisschen, ja, das ist schon immer ein Elend. So. Mein Lieblingstürkis, Mermaid Tail. Ach, da könnte ich drin baden. Könnte ich drin baden. So. Und Julia, wenn du sagst, Katze aus Ägypten, ist das jetzt tatsächlich eine ganz besondere Rasse oder auch ein, ja, bei Hunden würde man sagen, ein spitzgedackelter Windhund. Auch hier. Gucken, wie weit wir damit gehen. Und ihr seht, das Matt, also im Idealfall hätte ich das Ray Stenciling mit dem weißen Matt gemacht. Aber da ich halt wollte, dass ihr die Schablone oder das Resultat besser seht, habe ich das schwarze Matt genommen. Und generell hatte ich diesen Schuhschrank mit Slickstick vorbehandelt, weil das so ein ganz simples Teil ist aus Pressspan und furniert und wie auch immer. Also insofern. Sehe ich Fragen? Nee, keine Fragen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, eben bei English Watchers, if you have any questions, just put them in the comments.
If I don't answer them straight away, I will come back later to do that. So I appreciate everyone being here. So, von oben komme ich jetzt aber mit dem Pinky runter. Und dann gucke ich mal, wie wir das da reinarbeiten. Und das Mermaid Tail so ein bisschen schon mal mit dem Bunker Hill Blue verblenden. Es geht auch mit der Over Medium recht gut. Ich meine, offenbar, also ist ganz klar, dass ich jetzt den Pinsel ein bisschen kontaminiere. Ei, drei aus Russland und den Hund aus Ungarn. Leute, ihr seid mir so sympathisch. Ihr seid mir so sympathisch. Es gibt so viel Hundeelend, so viel Katzenelend, so viel Tierelend überall. Ich bin immer froh, wie gesagt, meine Bagheera damals, die hat immer alles von, keine Ahnung, verletzt und verranzt und halb verhungert angeschleppt, was ungewöhnlich ist für eine Katze, und hat die praktisch eingeschleust. Die konnte rausgehen. Und dann, ja, dann hast du halt irgendwann mal so am Fressnapf was sitzen gehabt, wurde gesagt, dachte das so, Moment mal, die Farbkombi kennst du noch nicht. Und insofern hat die immer für Nachschub gesorgt. Und wie gesagt, als sie dann gestorben ist, beziehungsweise die, wie gesagt, sie war auch 18 gewesen, und die letzten 3 Jahre hatte sie dann auch keinen Nerv mehr da, sich um alles zu kümmern. Sie ist dann auch nicht mehr rausgegangen. Und ja. Ja, genau. Das weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. Also ich weiß, die waren auch in so einer, ja, die sind praktisch auch aus so einer Tötungsstation gekommen. Ja, die waren also damals, das waren auch, es waren Juni-Kätzchen. Die wären jetzt im Juni, also sie und ihr ja, Auffangstation Schwesterchen. Die Luvi, die sind also beide im Juni geboren, 3 Wochen auseinander. Und die Luvi musste ich ja letztes Jahr leider gehen lassen, die kleine Maus. Ja. Ja, das kann durchaus sein. Ich denke mal, so viele wird es da nicht geben. Okay, von hier oben komme ich jetzt mit dem Pinky rein. Das ist Peony, weil, wie gesagt, wir oben mit dem Rosenpapier arbeiten werden. Und ich will mal gucken, vielleicht tue ich nachher sogar nach dem englischen Live nochmal ein gesamtes Live machen, dass ich die nachher fertig bekomme. Ich muss mal schauen, wie weit wir danach kommen. Dass der mal wieder rausgeht. Also wer Lust hat, können wir ja nachher nochmal beschnacken, wer nachher mit zum englischen Live kommt. Und das ist richtig, Ute. Ja, das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Ja. Ja, nein, ich habe also seinerzeit tatsächlich auch, also Freundin von mir ist Tierärztin, und wie es dann halt so ist, wenn es dann so ist, dann haben die nichts im Petto. Und dann habe ich beim Tierheim angefragt. Da war, ja, ich weiß es nicht, also nicht wirklich Kommunikation gewesen, und dann war ich auch selber auch noch krank zu dem Zeitpunkt, habe also 3 Wochen lang, was für mich ja ganz ungewöhnlich ist, auf der Nase gelegen. Und ja, dann habe ich halt im Bett gelegen und einfach ein bisschen gestöbert. Wir haben Freunde auf Mallorca, und ich wusste immer, wenn wir da gewesen sind, Weihnachten, Silvester, Januar waren wir häufig da gewesen, und dann habe ich da immer in den Zeitungen gesehen, Flugpaten gesucht, und da kam ich eigentlich drauf, dass ich da einfach mal schauen könnte. So, so bin ich eigentlich auf diese Idee gekommen. Ja, ja, aber das finde ich schön. Also
Und wie gesagt, bei Gera, die hat halt immer so alles auch von Nachbar, Bauernhöfen, wie auch immer, alles Mögliche angeschleppt, was dann aufgepäppelt werden musste. Und so, okay. Sieht jetzt nochmal wild. Ah, das sieht jetzt, oh, da sieht es aber wild aus. Okay. Lass mich mal kurz überlegen. Jetzt komme ich mal mit Fluff. Fluff haben wir jetzt noch nicht gehabt. Jetzt komme ich mal mit Fluff. Und halt mir mal die Farbe so ein bisschen geschmeidig. Also die Sprühflasche ist da immer Gold wert. Das ist jetzt mit ein Grund, warum ich mir das hier schon auf den Teller getan habe, weil das wird jetzt eine ziemliche. Weil ich nämlich mit dem Fluff jetzt hier komplett reingehe. Und das miteinander vermische. Deswegen habe ich das auf dem extra Teller, weil ich mit dem Pinsel, ihr wisst ja, ich gehe ja dann normalerweise keine Malesse. Meine mit den kontaminierten Pinseln da auch mal in die Farbtöpfe reinzugehen, aber in dem Fall ist mir das dann einfach zu viel. So. Und ein bisschen mehr rein. Wieder mal quer drüber. Also wie gesagt, das ist alles keine Hexerei. Wenn ihr das selber auch probieren wollt, einfach ineinander mengen. Ich habe aber auch den Pinsel mache ich jetzt mal so ein bisschen sauber, weil der jetzt ein bisschen zu viel von dem Pinky drin ist, für meine Begriffe. Oh. Ach du meine Güte. Oh je. Ja, also es ist schon, ich bin schon manchmal echt entsetzt, so was die Menschheit da in der Lage ist. Also, aber gut, das ist leider so. So, ein bisschen mehr Fluffy. Unten noch. Und da gehe ich jetzt auch wieder mit meinem Mermaid Tail. Mein Mermaid Tail. So ein bisschen so ein helleres Zentrum haben will. Und ich gehe jetzt auch tatsächlich hier oben drüber, weil das kann jetzt ruhig so ein bisschen cloudy werden, das Ganze. Die Farben sich so ein bisschen vermischen. Das hat nämlich dann den Vorteil, dass auch das Ray Stenciling, also diese 3D-Schablone, anfängt, ein bisschen sich rauszukristallisieren. So, gucken. Den Pinsel mal ein bisschen feucht von dem Bankerhellblumen. Mal gucken, ob das schon ausreicht. Da ist immer ziemlich viel Farbe drin. Ziehe den mal hier rauf. Und ihr seht, da kommen dann so die. Die Strukturen raus. Wie gesagt, das ist jetzt die erste Schicht. Ich mag das jetzt nicht überstrapazieren. Und die Best Dank Brush, da gehe ich dann auch erst auf der, ja, auf dem zweiten Durchgang drauf. Ja, meine Liebe, also halt immer einen nach dem anderen. Man muss halt so seine Prioritäten setzen. Das, was ich da gemacht habe, das funktioniert auch wunderbar mit der French Tip Brush. Gerade wenn ihr hier mit so 3D-Schablonen oder so arbeitet, das geht damit genauso gut. Also da muss nicht unbedingt dann ein 40-Euro-Pinsel her. Ne? Also um Gottes Willen. Ich freue mich natürlich immer alles, was ihr kauft, aber liebe Leute,
Es geht auch anders, ja, beim besten Willen. Wenn es nachher um den wirklichen Ombre-Effekt, das Blenden auf einer flachen Oberfläche, wo wirklich keine Übergänge nachher zu sehen sein sollen, da wäre mein Favorit auf jeden Fall einer von den synthetischen Pinseln. Aber ansonsten, also ich meine, ich sitze an der Quelle und ich kriege die natürlich aus dem anderen Preis, aber ganz ehrlich, ich habe da auch nicht von Anfang an alle gehabt. Ich habe das jetzt auch peu à peu. Ich bin jetzt seit fast ja, 1,5 Jahren dabei und das ist jetzt halt so peu à peu gewachsen, das Ganze. Ne? Also insofern, das braucht halt alles seine Zeit. Ja. Das ist halt immer meine Empfehlung. Wenn es gibt Leute, die wollen halt von vornherein alles komplett perfekt haben, dann ist das so, ja, das Objekt der Begierde sozusagen. So. Dann die Seite will ich nochmal so kurz. Ah! Hoppala. Das tun wir auch gleich noch. Bisschen layern. Innen rein muss ich noch, sehe ich. Entschuldigung, ich muss euch gerade mal meinen Hinterkopf zeigen. Wenn ich schon gerade hier bin, dann wird natürlich das auch von innen diese Kante noch gemacht. Und hier oben unten drunter. Das muss auch nicht weiß bleiben. So. Das Kante machen wir uns ja auch gleich, wenn wir schon bei sind. Dann haben wir hier nämlich schon die erste Schicht auf jeden Fall durch. Dann gucken wir mal, wie spät wir es haben. 40 Minuten. Drehe ich mal das ganze Ding um und auf der anderen Seite habe ich schon mal eine Schicht auftragen. Und dann machen wir uns die noch. Aua. Hoppala. Und dann machen wir uns die noch. Also wie gesagt, das ist so nicht fertig. Das sieht noch fürchterlich aus. Da kommt noch ein bisschen mehr. Nein, das ist das. Da haben wir letztes Mal 3D-Schablonieren gemacht, Anja. Das ist die von PostChalk, die Waterlily, die Schablone. Und mit Dixie Matt haben wir praktisch 3D-Stenciling gemacht. So, jetzt gerade mal gucken, dass ich hier euch nicht komplett umschmeiße. Aha. Ich kriege wieder die Nachricht, dass ich in 20 Minuten ein Video geplant habe. Weiß, 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 jetzt gucke ich mal, dass ich das Ding gedreht bekomme, ohne dass alles abstürzt. Das sieht doch jetzt ganz gut aus. Wunderbar. So, hier sieht es ein bisschen anders aus. Also unten sehr ähnlich. Oben, ja, oben habe ich dann ein bisschen mehr mit Weiß. Das ist mehr rosa. Weiß nicht, ich glaube, mit dem Pinky, was wir drüben haben, gefällt mir ein bisschen besser. So, hier machen wir jetzt im Prinzip das Gleiche. Das ist jetzt schon getrocknet. Da gehen wir jetzt mit der zweiten Schicht drüber. Und tue ich mal einmal ein bisschen wieder anfeuchten, das Ganze. Und dann legen wir hier mit den Farben los. Wieder von dunkel nach hell, von unten nach oben. Und ich gucke immer, dass ich die Pinsel so ein bisschen feucht halte, die Kreidemineralfarben für die, die noch nicht damit gearbeitet haben, trocknen sehr, sehr schnell, sind auf Wasserbasis, umweltfreundlich, haben keine flüchtigen Inhaltsstoffe, also lassen sich von daher gesehen auch wunderbar verarbeiten. Und
Also auch indoors ist da kein Problem. So, von hier auch wieder mit Bunker Hill Blue geht es weiter. Ein bisschen upspeeden das Ganze. Arbeite ich mir hier schon gleich wieder in das Midnight Sky rein. Ruhig nach unten rein. Es kann ruhig so ein bisschen cloudy werden, habe ich nichts dagegen. Und von Midnight Sky auch nach oben. Weil jetzt möchte ich da keine Übergänge mehr sehen. Oder zumindest keine harten Übergänge mehr. Das, also ein bisschen cloudy kann es sein. Darf es sehr gerne sein. Und kommen wir gleich mit dem Mermaid Tail. Mermaid Tail und Bunker Hill Blue sind jetzt ein bisschen weiter auseinander. Das heißt, da. Oh, Schätzchen, ich bin noch da. Ja, nein, ist keiner weggegangen. Alle waren da. Ganz Facebook ist auch da. Thank you, Jill. Ja, das ist richtig. Die halten halt auch ewig, die Pilze. Also wenn die gepflegt werden, dann, halten die ewig. Also ich habe jetzt immer noch meine erste Mini, die ich mir gegönnt habe. So. Danke, mein Hase. Right. Right. So nimmt es dann langsam Gestalt an. Kommen wir mal mit meinem Bunker Hill von unten ins Mermaid drauf. Ja, das ist schon wieder fast zu dunkel. Wenn euch das zu dunkel wird, dann könnt ihr einfach gerade noch mal ein bisschen was von den Mermaid zum Beispiel aufnehmen. Und arbeitet das nochmal in die andere Richtung. Aber auch hier mag ich es ein bisschen cloudy haben. Das heißt, ich arbeite das ruhig so. Und wir kommen jetzt gleich mit der Best Bang Brush hier rein. Hier kommt jetzt gleich zum Tragen. Bisschen mehr Mermaid drauf. Ich mag da nicht so viel rosa haben, glaube ich. Ihr könnt auch das so ein bisschen ansprühen. Jetzt sind wir auf der zweiten Schicht. Wenn ich, also das Matt ist darunter jetzt schon praktisch abgedeckt. Ne? Das Matt könnt ihr mit dem Wasser reaktivieren. Das heißt, auf das Matt sprühe ich in der Regel dann kein Wasser, weil ich nicht möchte, dass das dann wieder weich wird. Ne? Also das ist der Grund. Jetzt hier ist schon eine Schicht von der Kreide Mineralfarbe. Insofern funktioniert das wunderbar. Ja, absolut. Also ich meine, ich habe selber auch schon sehr, sehr viel ausgegeben, Pinsel. Und aber die Dixiebell-Pinsel, die sind schon eine andere Liga. Das ist einfach so. So. Und jetzt sprühe ich einfach so ein bisschen, dass es halt wirklich in diese Ritzen von der Schablone dann auch reinläuft. Ich das jetzt halt schon einfach komplett abdecken möchte. Jetzt kommen wir mal rein. 46. Ein fließender Übergang, Leute. Hier oben habe ich vorhin vergessen zu streichen. Sehe ich. Das kann ich dann nachholen. Unten drunter. So. Und oh, ich
muss wieder Yoga machen. Ich merke, ich habe keine Ausdauer mehr. Julia, die Sprühflasche gibt es auch. Die ist auch von Dixibel. Auch die ist schon mächtig in Gebrauch gewesen. Beziehungsweise die war sogar seinerzeit ein Transportschaden. Also die kam schon beschädigt hier an. Die habe ich mit Panzerband, habe ich mir die repariert und habe das Geld dann lieber in die Pinsel investiert. Nein, aber also die kostet auch nicht viel. Die kostet, glaube ich, 15,50 oder so. Also, aber die ist auch im Shop. Die ist auch Gold wert, weil sie einen ganz feinen Nebel macht. So, hier gehe ich jetzt auch runter in das Mermaid. Gerade mal gucken, ob ich da oben so einen kleinen Dutcher Orange noch reinmache. Ich nehme eine Round. Die Round Large nehme ich dafür. So, ja. Ja. Das mag ich so. Und zum Farben ineinander mischen, wie ich das jetzt mache, gerade dafür ist diese Mr. Buffle einfach Gold wert, weil sie die Farbe im Prinzip geschmeidig hält und das alles ein bisschen leichter macht. So, nichtsdestotrotz, jetzt wird's noch mal, gibt's noch mal Sauerei, weil ich noch mal mit dem Fluff da reingehen möchte tatsächlich. Ist jetzt gleich ein Schreck. So. Und jetzt. Fertig. Nee, Quatsch. Nicht fertig. Jetzt kommt meine Best Thing. Das ist so ein Riesenteil, Leute. Die ist so mega. Miri, meine Pinsel pflegen, wenn ich zwischendrin, wie gesagt, mit der, die ist jetzt trocken, gehe ich jetzt komplett über mein Projekt drüber und mische das und tuch den Pinsel zwischendrin ein bisschen säubern, weil der natürlich von der Farbe aufnimmt, dass der so ein bisschen sauber ist wieder. Und gehe halt wirklich mit so Swirly Motions hier rein. So, das wird mir zu hell an der Stelle. Jetzt komme ich ein bisschen mit Mermaid hier nochmal dazu. Und verteile das einfach mit meiner Besthänge. Das gibt, wie gesagt, so einen wunderbaren Cloudy-Effekt. Wo ist mein Weiß? Wo ist mein Fluffy? Bisschen Fluffy rein. So. Ihr könnt sie auch ein bisschen anfeuchten. Funktioniert auch. So, und jetzt gehe ich auch mit dem Pinsel hier unten rein und ziehe es auch wieder nach oben. Und wenn ihr jetzt gleich schaut, ich nehme die Farbe von unten praktisch mit nach oben. Das ist fast wie so ein Drybrush-Effekt, dass also dann auch die Details von dem Ray Stenciling soll ein bisschen mehr zur Geltung kommen. So. Ich glaube, so
Da ist mir das noch ein bisschen hell. Zwischendrin mache ich es halt immer ein bisschen sauber, weil die natürlich die Farbe aufnimmt. Aber da überlege ich dann noch, ob ich da vielleicht sogar mit einem Glaze nochmal drüber gehe. Um das noch ein bisschen rauszubringen. Mit Wachs würde ich, mit farbigem Wachs mag ich eigentlich nicht arbeiten. Aber die Farben finde ich jetzt so schon irgendwie ganz cool. Was sagt ihr? Gefällt es euch? Ist fast so ein bisschen regenbogenmäßig. Aber das passt halt auch einfach zu dem Motiv als solchem. Mal gucken. Das sind so die Farben, die sich dann nachher wiederholen mit dem Motiv als solchen und halt auch mit dem Top nachher oben. Ja, also die Grüntöne, die Blautöne, die Türkistöne. Einfach schön bunt. Dankeschön, Vera. Kernseife. Mhm, genau. Ich habe ja auch im Programm die Pinselseife von Da Vinci. Und das ist, wie gesagt, das ist eine Kernseife. Und Simone Marcel, ja, genau. Ich habe im Shop von Da Vinci, die machen ja Künstlerpinsel, da habe ich eine Pinselseife und das ist eine Kernseife und die funktioniert wunderbar. Die ist nicht teuer. Habe ich einmal so als solche und dann könnt ihr die auch zusammen mit so einem Seifensäckchen, so einem Sisalsäckchen, und da habe ich die immer drin und mache die damit sauber. Im Anschluss, wenn ich die gleichen Farben wiederverwende, dann tue ich die Pinsel in Baby Wipes und in eine Plastiktüte. Und einfach weil die Pinsel sehr viel Farbe im Prinzip halten. Und wie gesagt, wenn ich mit den gleichen Farben weiterarbeite, dann dass die halt, wie gesagt, nicht eintrocknen. Die Farben trocknen, wie gesagt, sehr, sehr schnell. Und auch in den Pinseln. Und dann ist es natürlich schwierig rauszubekommen, weil die halten halt auch sehr gut, die Farben. Und insofern, so, Baby Wipes sind gleich aus. Ihr Lieben, ich mache jetzt hier mal Cut an der Stelle. Ich mache in 5 Minuten weiter auf Englisch. Da sehen wir uns dann vielleicht nochmal, wenn ihr Lust habt. Auch da, selbst wenn ihr, Dankeschön, wenn ihr kein Englisch sprecht oder so, beim Zuschauen kann man auch immer viel mitnehmen. Und ihr könnt eure Fragen natürlich selbstverständlich auch in Deutsch da rein stellen. Ich beantworte die natürlich auch, auch da. Ne? Also insofern. So, Baby Wipes zu Ende. Panik. Panik, Panik. So, schön einwickeln. Also das ist halt die Pflege, die ich zwischendrin dann halt auch mache. Ich meine, meine Pinsel müssen halt schon eine ganze Menge aushalten, dass die Farbe da nicht antrocknet und dann, wie gesagt, in eine Plastiktüte und dann kann erstmal nichts passieren. So viel Zeit sollte dann immer sein, ne? Weil dann alles andere, wie gesagt, Baby Wipes, Plastiktüte und einmal nochmal kurz, für die nachher nicht dabei sind, kurz Tschüss sagen. Ihr Lieben, ich bin die Angela von Elfen und Held. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bin eine Vorzugshändlerin für Dixibel Farben hier in Frankfurt in Deutschland. Und bin Donnerstagabends immer für euch auf Deutsch unterwegs und jetzt gleich nochmal auf Englisch und ansonsten halt auch mehr in Englisch als auf Deutsch. Aber das ändert sich in Zukunft vielleicht. Es gibt vielleicht nochmal eine Neuigkeit für euch, aber da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Ihr Lieben, ich danke, dass ihr dabei gewesen seid und ich sehe euch in 4 Minuten. Den einen oder anderen vielleicht. Freue ich mich. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.